Wir sind hier in der St. Paulus-Schule in Billstedt, eine der Schulen, die ich Gott sei Dank als Bischof vor gar nicht allzu langer Zeit einweihen durfte, die eine kräftige und gute Erweiterung bekommen hat. Da können wir stolz drauf sein. Und hier wird heute das schulische Rahmenleitbild für das Erzbistum Hamburg in Kraft gesetzt, das in einem längeren partizipativen Prozess von vielen Beteiligten erarbeitet worden ist. Hinter der Entstehung liegt tatsächlich ein zweijähriger Prozess jetzt und ein zweijähriger Prozess mit einer Arbeitsgruppe, an der Vertreter aus der Schulleiterkonferenz, aus der Gesamtmitarbeitervertretung, aus der Gesamtelternvertretung, aus der Gesamtschülervertretung mitgearbeitet haben. Wir haben Gremien des Bistums und der schulischen Bezugsgruppen gehört, den Diözesanen Pastoralrat, die Dienstkonferenz der Pfarrer zum Beispiel, die Schulleiterkonferenz, um deren Eindrücke auch einzuspeisen und alles zusammengenommen hat dann zu dem Dokument geführt, das jetzt mit dem schulischen Rahmenleitbild vorliegt. Ein Rahmenleitbild, weil es eben wichtig ist, dass wir nicht einfach uns, ich sag mal, durchwurschteln, sondern dass wir Ziele haben, dass wir eine Ausrichtung unserer Schulen haben. Und daran sollen sich unsere Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, alle, die mit der Schule zu tun haben, orientieren und dafür sorgen, dass wir in unseren katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg wirklich gute Schularbeit betreiben zum Wohle der Kinder, die in unsere Schulen kommen. Aus meiner Sicht hat es die Bedeutung, Orientierung zu geben, einen Rahmen zu setzen, in dem ganz viel möglich ist und die individuelle Schule zu ermutigen, dass sie auf dieser Grundlage einfach ihr konkretes Profil entwickelt und entfaltet und deutlich macht, dass wir als christliche Schule auch noch ein anderes Angebot haben, ein zusätzliches oder ein bereicherndes Angebot für alle, die hier leben und die hier arbeiten. Ganz wichtig ist, dass wir eigentlich in unseren Schulen den Auftrag Jesu fortsetzen und der Auftrag Jesu ist oder die Spur Jesu ist, an der Seite der Menschen zu sein. Und wenn wir als Kirche Schule betreiben, dann wollen wir an der Seite der Menschen sein, besonders der Jungen, um ihnen etwas mitzugeben für ihr Leben, für das Wissen, dass sie sich zurechtfinden, dass sie einen guten Beruf erwerben können, dass sie gebildet sind, aber auch für ihren Glauben, für ihr Leben, für den Sinn. Das schulische Rahmenleitbild bildet den Orientierungsrahmen für die künftige Qualitätsentwicklung an unseren Schulen. Die Profilbildung an den Schulen, die Profilentwicklung an unseren Schulen, die Profilschärfung an unseren Schulen. Dafür ist das Rahmenleitbild da, um als Leuchtstern sozusagen, als Fixstern die Orientierung zu geben und die Leitplanken für den Weg der Profilentwicklung zu setzen. Ich würde es so formulieren, dass Menschen mit einer bestimmten inneren Haltung dem anderen, sei es dem Schüler, der Schülerin, den Eltern, den Kollegen oder auch den Menschen im Stadtteil, in der Umgebung begegnen und jeden Menschen annehmen oder versuchen es zu tun als Abbild Gottes und den Kern freizulegen und zu sagen, wenn Gott in diesem Menschen wohnt, dann ist es meine Aufgabe zu fördern, dass das sichtbar werden kann. Weil ich als Bischof ja in mehreren Gremien sitze, habe ich die Entwicklungsphasen immer so mitbekommen. Da ist viel Arbeit reingesteckt worden, da ist am Ende dann an den einzelnen Formulierungen auch gefeilt worden. Insofern herzlichen Dank jedem Einzelnen, der da Mühe reingesteckt hat. Und jetzt steht es und jetzt hoffe ich, dass es gelebt wird.